Hallo und willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part von dieser B-Seite. Ach, das ist ekelhaft wieder. Weißt du, es gibt irgendwie so drei verschiedene oder vier verschiedene Stellen, wo man von der Wolke springen kann. Die eine ist die, wo man so direkt wegspringt. Die da. Die andere ist die, wo man hochfliegt. Aber die dritte ist die, wo man beim maximalen Zenit ankommt. Vielleicht gibt es auch noch zwei Stufen dazwischen mit niedrigeren Zeniten. Und hier wird verlangt, dass ich genauso abspringe, dass ich das maximale Zenit erreiche. Weil ich ansonsten, oder vielleicht beinahe, ich weiß nicht, aber vielleicht ich bin mir gerade nicht 100% sicher, wie ich genug Rückwärtsschwung kriege, nachdem ich zweimal in die Richtung gedasht habe, vielleicht mit einem Updash. Das sollte gehen. Platzmäßig gesehen. Nein, scheiße. Nein, 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 nein. Das war gar nicht so nötig. Das war überhaupt nicht nötig. Alter, so ekelhaft. Nein! Ein Sprung und ich bin tot. Geil. Nein! Ach Mensch. Nein! Scheiße! Warum genau wollte ich jetzt dashen? Das hätte ich sowieso nicht gedurft. Ich darf da doch sowieso nicht dashen. Nein! Mein Gott, das ist immer so asozial, weil, like, ich brauche da so viel Schwung, um da rüber zu kommen. Aber ich darf da natürlich nicht so viel haben, dass ich schon vorher verrecke, weil ich da reinfliege. Also das muss so precisely abgepasst sein. Das ist unglaublich. Ich habe mich da gerade auch schon als tot gesehen, aber naja. Also hier. Vorhin, weil ich habe gerade nicht mehr dran gedacht, dass ich ihn erreiche. Deswegen habe ich irgendwie schon komplett abgeschaltet. Nein. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich einen kleinen Sprung machen, aber ich glaube, das hilft. Ich glaube, ich muss einen großen Sprung machen. Weil mit einem kleinen Sprung, also mit so einem, habe ich, glaube ich, nicht. Ja, genau, ich muss bis nach da oben kommen. Das schaffe ich mit so einem kleinen Sprung nicht. Ich muss einen großen Sprung machen, und zwar so, dass ich exakt vorbeikomme. Und dann ist es, glaube ich, sogar fast egal, weil ich glaube, dass ich dann eine freie Dasche habe. Also, dass ich dann Dash habe, die ich frei benutzen kann. Vielleicht. Ah, Mist. Nein. Das war ungünstig. Ja, der Sprung hätte vielleicht ein bisschen niedriger sein können, ha? Also, hätte er wirklich.
Like. Ja, der hätte ja niedriger sein können, ha? Scheiß drauf, Alter. Ich war gerade mega überfordert, weil, like. Aber da hinten ist keine Wolke. Wie komme ich denn da hinten lang? Ich schaue mir wieder ein Video an. Okay, also hiernach werde ich wieder hochgeschleudert von, ja, von der zweiten Version von Madeline. Ihren Ängsten im Endeffekt. Das ist ja das, was diese Version... Nein. Ich muss ganz schräg, also ich muss halt ganz spät von der Wolke abspringen. Um das zu schaffen. Dann quasi zwei schräge Hochdashes machen. Das war... Ich bin anscheinend gerade mega früh von der Wolke abgesprungen, weil ich nicht wirklich Schwung nach oben bekommen habe. Ungünstig, ha? Also so wie ich das hier mache. Mist. Ich habe das nicht ganz an der richtigen Stelle gehabt. Ich hätte wohl stehen müssen. Also ich hätte am Ende in der Luft wo hängen müssen, wo ein diagonaler Hochdash mich durchgebracht hätte. Aber ich war gerade zu nah an den Spikes dran. Also wäre ich jetzt einfach reingedasht, wenn ich Diagonalen gemacht hätte. Glaube ich zumindest. So wie ich die Stelle analysiert habe zumindest. Mein Analyse-Brain, ja. Nein. Wie gesagt, zu nah dran. Aber das ist grundsätzlich der Trick. Oder grundsätzlich, was ich tun muss. Ich muss da so schräg abspringen und dann muss ich mich mehr oder weniger in die andere Richtung wieder zurückdrehen, damit ich die Entfernung, damit ich weit genug von der Wand weg bin, um diagonal hoch zu dashen, ohne dabei zu verrecken. Und ich sollte gucken, dass ich sicherstelle, dass ich hier nicht zu hoch bin. Oh mein Gott, Alter. Ich habe wieder nicht damit gerechnet, dass ich es erreiche. War wieder nicht so ganz weit genug drüben. Aber halt so ganz leicht. Oder ich mache den Sprung da unten, glaube ich, auch nicht so gut. Ich müsste eigentlich höher sein. Also, like, ich müsste eigentlich viel, noch ein bisschen höher fliegen. Man muss das sehr spät machen, wenn man richtig hoch fliegen will. Genau. Egal, egal. Egal, das hat ihn gehauen. Scheiße. Und warum habe ich das jetzt falsch gemacht? Weil sie diesen Hochsprung gemacht hat, anstatt den richtigen anstatt halt einen richtigen Weitsprung. Warum hat sie das getan? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz, warum Madeline das gerade getan hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nie so ganz sicher, warum, wenn so ein Sprung getan wird, er eigentlich getan wird, weil, like, nicht dein Scheiß Ernst. Du, ich habe einen stinknormalen Hochsprung gemacht und bin nicht zur Seite gegangen, nicht mal einen Pixel. Und dann musst du mich einfach umbringen. Mensch, das war doch so gut, ich war doch so weit. Es hätte hingehauen, wenn ich schräg gedasht bin. Wäre. Ich war gerade nicht so hoch wie davor in dem Jump, aber es hätte trotzdem, glaube ich, hinhauen können. Okay, aber jetzt habe ich ein bisschen mehr den Bogen von diesen Dingern raus. Also, man sollte nicht unbedingt Angst davor haben, dass sie weggehen. Man sollte wirklich warten und den Sprung recht spät nehmen, weil so bekommt man am meisten da raus.
Ja. Gut. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich gerade so geblinkt habe. Was sagt er da oben? Warte. Was hast du gesagt? Sprinten, springen. Ich weiß nicht so ganz. Warte, was ist das für eine Technik? Es ist auf jeden Fall klar. Nein. Muss die Festhaltenknopf zurück halten? Nein. Nein. Okay, ich verstehe. Oh ne, nicht der Scheiße ernst. Ach so! Oh mein Gott, okay. Das ist aber nicht so leicht. Okay. Okay. Also während du im Hochsprinten bist, schnell einen Walljump machen. Glücklicherweise muss man ja weder in die Richtung der Wand drücken, noch sich wirklich festhalten, um Walljump zu machen. Ja, was das angeht, ganz gut. Ich dachte, den schaffe ich. Ich. Nein. Keine Ahnung, Alter. Komm ich da auch so hin? Ach so. Jetzt check ich. Ich muss wieder so einen Walljump machen. Nein. Jetzt check ich, was hier von mir verlangt wird. Ich muss wieder so einen Walljump machen. Nein. Weil ein normaler Walljump an der Stelle nicht reicht, muss ich wieder diesen besonderen. Boah, das ist aber echt nicht leicht hier. Ich meine, like, ich muss zur richtigen Zeit an der richtigen... Also ich muss ja... Ich muss ja, wenn ich es richtig kapiert habe, muss ich ja parallel zur Wand stehen, wenn ich diesen Walljump durchführe. Keine Ahnung. Shit, den muss ich da auch wieder ausführen. Ey. Das ist eine Advanced-Technik, die mir jetzt nicht ganz so gefällt, weil, like, die ist echt nicht leicht. Die ist echt nicht leicht durchzuführen. Und ja, jetzt wird die so massiv hier verlangt. Oh mein Gott. Nein. Ich wollte nicht schräg. Ich weiß nicht mal, wie ich das angestellt habe. Ich habe wieder in keine Richtung gedrückt. Ja, siehst du? Das ist ja... Wie bescheuert ist denn das? Ich kann mich doch nicht allein. Es ist doch mega schwer, sich zu allein. Was zur Hölle? Das haut ja wirklich nur hin, wenn ich richtig stehe. Also, like, wirklich. Siehst du, jetzt war ich zu weit vorne. Ich muss genau richtig stehen. Ich muss parallel zur Wand sein. Also das ist eine Technik, die hätte ich nicht eingebaut. Oder keine Ahnung, also, oder nicht verlangt. Die finde ich ein bisschen sehr krank. Weil man einfach so krass parallel zur Wand stehen muss. Und man, also im Endeffekt muss man schon, wenn man
wenn ich da unten bin, muss ich quasi richtig stehen, weil, like, ja, ich kann nicht mehr wirklich kontrollieren. Also, like, ich kann es nicht mehr wirklich korrigieren an der Stelle. Ja, genau. Es ist ja mega eng. Genau, siehst du, entweder ich bin zu weit vorne oder zu weit... Was verlangen die hier von einem? Was zur Hölle, Alter? Jetzt bin ich wirklich ein bisschen überfordert, weil, like, dieser komische Dash-Jump, der hier, der ist okay. Der ist nicht so schwer zu tun. Aber das da, ich meine, das ist grundsätzlich auch nicht mega schwer, aber, like, in diesem Szenario ist das ja insane. Und man kann es anscheinend auch nicht schießen. Ich schaue mir mal ein Video an. Okay. Nein. Okay. Das war der richtige Punkt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das unterm Strich überhaupt. Oh. Oh mein Gott, okay. Danke, danke. Ich habe den zweiten Sprung einfach geschafft. Okay, ja, das war ganz okay. Das war nicht schwer. Gut. Oh mein Gott, 4. Oh mein Gott, 4. Like, die habe ich jetzt. Keine Ahnung, was nötig war, aber ich dachte mir, warum nicht? Soll ich so einen Jump machen? Ich schaue mir nochmal das Video an, weil ich mir gerade nicht 100% sicher bin, wie ich das hier anstellen soll. Also, es ist dieselbe Technik. Genau. Oh mein Gott, Alter. Es ist dieselbe Technik. Nur jetzt so. Ja gut, das ist aber... Das an der Stelle ist aber, glaube ich, sogar okay. Like, das ist, glaube ich, okay. Das kann ich... Moment. Ich kann nicht mal einen Full Jump machen. Die Sache, die mich ein bisschen aufregt, ist, dass ich keinen Fulljump machen kann. Ist die Entfernung nicht exakt so ist, dass ich einen Fulljump machen kann. Willst du mich verarschen? Warum hast du denn jetzt diesen Sprung gemacht? Mach doch einfach den richtigen Sprung. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, Billy von dir. Ich sage aber nichts dazu. Soll ich nicht festhalten? Ich weiß es nicht. Natürlich muss ich nach vorne drücken, bevor ich den Dash mache. Also, lass mich doch bitte. Nein, ich muss nach vorne drücken, bevor ich dashe. Jetzt lass mich doch einfach. Ach, scheiß drauf. Natürlich muss er wieder den komplett falschen Sprung machen. Warum auch nicht? Er könnte ja auch einfach den richtigen machen. Genau, den da. Weißt du was?
vielen Dank. Bitte was? Ach so. Nein! Nicht dein Scheiß ernst. Nein, Mensch. Nein. Ich hasse es, weißt du? Wenn ich... Nein. Wenn ich eigentlich einen schrägen Dash machen will und einen geraden Dash mache, richt mich das so auf. Wenn ich nicht den... Willst du mich gerade verarschen? Warum? Nein, ich sehe das nicht ein. Ja, genau. So sieht es schon besser aus. Bitte, danke. Oh mein Gott, Alter. Wie gesagt, ich... Manchmal habe ich nur einen Dash, wenn ich da vorne ankomme. Und das ist das Problem. Also das sind immer die... Das sind immer die Male, die ich scheiße finde. Wenn ich da vorne ankomme und nur einen Dash habe. Aber ich ja eigentlich... Ich wollte doch gerade schräg dashen, ich habe gerade in die Richtung gedrückt. Nein. Nein, das akzeptiere ich nicht. Was mache ich denn jetzt eigentlich falsch? Ja, was mache ich denn hier falsch? Was mache ich falsch? Ich mache alles richtig. Und der Scheiß... Meine Line möchte einfach nicht richtig springen. Und zwar ums Verrecken nicht. Ich wusste gerade, ich war gerade etwas überfordert. Weil die Entwickler sind ja auch immer so nett und geben einen keinen, und zwar nirgends, einen Breathing Room. Nirgends. Überall musst du volle 180 geben. Ja, anders geht das gar nicht. Es gibt keinen Raum für dich zum Atmen oder so. Nein. Ist das dein scheiß verfickter Ernst? Ist das dein scheiß verfickter Ernst? Ich versuche beim nächsten Mal mal auf der... Ich war überfordert. Ich war nicht weit genug drüben. Was kann denn ich dafür, wenn ich nicht weit genug drüben bin? Ich drücke doch alle Inputs richtig. Immer wieder. Ich drücke immer dieselben Inputs. Und dann passieren andere Dinge. Ja. Ja, genau so ist das. Ich wollte jetzt eigentlich früher springen halt, oder? Kann ich hier drauf stehen bleiben? Es war nicht einmal so ganz, was ich tun wollte, aber am Ende war es irgendwie auch scheißegal. Oh. Ich schaue mir ein Video nochmal an, weil, like, ich möchte jetzt hier nicht sterben. Okay, bei dem nächsten. Ich bin da ziemlich hoch. Genau. Ach ja, weißt du, ich habe schon irgendwie gespürt, dass genau das mich töten wird. Ja, nicht etwas, was wirklich schwer ist, sondern nicht etwas, was wirklich schwer ist, sondern so eine verkorkste Scheiße. Ja, so eine Scheiße wird mich killen. Die Tatsache, dass ich ein bisschen zu hoch dann gedasht bin, ja, genau das. Alles andere killt mich nicht, nur diese eine kleine Tatsache. Die killt mich. Nein, ich... Bei dem direkt da losspringen ist einfacher.
Weil, like, es ist einfacher, wenn man direkt losspringt. Bei den Dingern. Okay. Jetzt wollte ich ein bisschen länger warten, damit nicht wieder dasselbe passiert, wie gerade eben. Und was ist passiert? Ja, er ist unten in die Stacheln rein. Natürlich. Natürlich. Nein. Nein. Danke. Drive frames falsch. Keine Ahnung. Like. Ich weiß nicht, warum er den Sprung nicht gemacht hat. Übrigens, der Typ in dem Video macht das auch so hier an der Stelle mit dem Sprung. Ja, ich war wieder leicht nervös. Bin zu früh. Fick dich, Spiel. Bin zu früh abgesprungen. Und hatte dadurch nicht genug Schwung. Ich glaube, das war auch zu früh. Kann das sein? Willst du mich gerade verarschen? Ich hab's doch gerade gemacht. Gut. Jetzt kann ich wieder die leichte Passage machen. Also so weit. Ist auch dann der da. Der ist nicht ganz so leicht. Dann ist wieder leicht. Bis auf das hier. Scheiße. Weißt du, das ist so billig. Like, ich sterbe an der Stelle, an der ich eigentlich gar nicht sterben sollte. So von allen Stellen, an denen ich sterben könnte, sterbe ich natürlich an der ich eigentlich gar nicht sterben sollte. So. Like, ich sterbe daran, dass ich einfach zu früh den Knopf drücke. Wo ich mir so denke, ich finde, das sollte kein Button-Timing-Simulator sein. Also, ja. So. Ja, ich bin zu spät abgesprungen, weil like, ich hätte, glaube ich, 5 Kilometer weiter oben sein sollen. Eigentlich zu früh, besser gesagt. Aber wenn ich zu früh abspringe, kriege ich ja weniger Dash von der Wolke, als wenn ich später abspringe. Wenn ich so spät wie möglich abspringe, kriege ich ja am allermeisten Dash von der Wolke. Oh, vielen Dank dafür, das wusste ich nicht. Danke dafür, ich bin verreckt, weil ich etwas nicht wusste. Ist ja voll fair, wenn man daran stirbt, dass man einfach schlicht und ergreifend gar nicht weiß, dass ein diese Tatsache, dass man da jetzt gerade stehen geblieben ist. Nicht dein Ernst. Nicht dein verkorkster Ernst. Ich habe ihn nicht mal berührt. Ich habe ihn nicht mal berührt. Wie lang ist der Part eigentlich? Ja. Ja, wir werden die vollen 30 Minuten hier brauchen, vielleicht sogar mehr. Tut mir fast schon leid, aber. Aber es ist so. Ich war gerade nicht darauf vorbereitet, dass der Block unter mir weggeht. Auch wenn, natürlich war es klar, dass er weggeht, aber like, ich war gerade konzentriert aufs Reden. Also war ich nicht darauf vorbereitet, dass er weggeht. Oh mein Gott, okay. Mist. Nach den ganzen Stellen, wird dann wieder so ein Dash-Jump verlangt. Nach diesen kompletten, nach diesen mega kranken Parts wird dann einfach wieder so ein Dash-Jump verlangt. Ey, die Dinger sind nicht leicht. Warum verlangt man die am Ende von so einer kranken Passage? Like, ganz am Ende, noch ein richtiger Choke Point. Weil, warum nicht? Ich meine, like, ja, ich habe davor die Wolke, auf der ich mir ausruhen kann.
aber... Nur weil ich mich hier ausruhen kann, finde ich nicht, dass das fair ist. Genau. Und warum? Weil ich Position Aligning machen muss. Weil ich nicht einfach irgendwie in den rein springen kann, sondern ich muss Position Aligning machen. Na, vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ja, schön, wir sind bei 30 Minuten. Was mache ich jetzt? Ich bin bei Flagge 2. Ich bin bei Flagge 2. Glaubst du, ich brauche fürs Ende nur 20? Wir werden nicht vergessen, ciao.